Was zum... Ein Armeebuch. Es hat Angus gehört. Eine Seite ist markiert. Hier steht, wie man einen Kaiserschnitt durchführt. Bedeutet das, dass Angus... Cecilias Baby zur Welt brachte. Auf diese Weise bekam die Öffentlichkeit nichts mit. Grauenhaft. Das hier muss der Traum jedes Psychiaters sein. Oder Albtraum. Schon etwas gefunden? Nur Stoff für schlechte Träume. Eddie wollte seine delikate Arbeit nicht im Dunkeln tun. Leer. Bereit für ein neues Exponat in Eddies Gruselkabinett. Eddie möchte wirklich verzweifelt so ein großer Gordon wie Großvater sein. Angus und Eddie. Gemeinsames Töten schweißt eine Familie zusammen. Reiner Alkohol. Die Blutflecken sind alt und eingetrocknet. Wie weit reicht das Gordon-Anwesen eigentlich? Die Blutflecken... Das stinkt. Da unten riecht es nach Tod. Dieser Gestank führt uns vielleicht genau dahin, wo wir hin müssen. Glauben Sie, zum Spiegel müssen wir durch diesen Abgrund? Möglich. Es ist zu dunkel, um zu erkennen, was dort unten ist. Schon etwas gefunden? Nur Stoffe. Ich brauche mehr Zeit. Offenbar hat Großvater Edward hier gearbeitet. Eddie hatte zu viel Respekt vor dem alten Mann, um es einfach aufzubrechen. Etwas fehlt noch.
Etwas fehlt noch. Eddie hat schon alles mitgenommen, was er finden konnte. Das sieht interessant aus. Danach hast du bestimmt auch gesucht, Vater. Eddie hatte zu viel Respekt vor dem alten... Scheinbar ein Teil des Schlüssels, den Vater für mich versteckt hat. Scheinbar ein Teil des Schlüssels, den Vater für mich versteckt hat. Etwas fehlt noch. Ist wohl immer noch nicht komplett. An meinen geliebten Vater Edward. Du hast mich viele Male daran gehindert, meine Qual zu beenden, doch diesmal wird es dir nicht gelingen. Ich tue dies nicht für mich, sondern für mein Kind. Ein Kind, das es nie hätte geben dürfen. Kein Kind der Liebe, sondern der Grausamkeit. Ich nehme mein Kind mit mir, um es vor dieser verdorbenen Familie zu retten. Denn es hat nicht verdient, diese Welt und diesen verfluchten Ort ertragen zu müssen. Cecilia Gordon. Was steht drin? Das Gefasel eines Wahnsinnigen. Er redet von einem Ort großer Macht in einem verlassenen Dorf. Sagt er auch, wo es ist? Leider nein. Nur, dass ihn dort seine, wie er es so charmant ausdrückt, Hure von einer Mutter zur Welt gebracht hat. Sein Geburtsort ist dieses Dorf? Dieser Ort der Macht? Ja, aber das sagt uns trotzdem nicht, wo es ist. Das nicht. Aber seine Mutter muss den Ort kennen. Natürlich. Rosemary! Ich brauche mehr Zeit. Das sieht interessant aus. Hm.
Vielleicht kann ich eine Lichtquelle basteln. Prost. Vorsicht! Hier sind die Teile gelandet, die Eddie nicht brauchte. Oh, wer weiß, wie tief dieser Abgrund ist. Oder wie groß die Höhlen sind. Das Schloss könnte über dem Aufbewahrungsort des Spiegels erbaut worden sein. Sieht aber nicht so aus, als würden wir von da unten hinkommen. Ich glaube, wir sollten weiter. Es sei denn, Sie möchten sich noch mehr umsehen. Mr. McKinnon. Master David? Miss Faber? Verzeihen Sie, aber Sie sehen aus, als könnten Sie etwas Schlaf vertragen. Nach dem, was ich im alten Flügel heute miterlebt habe, werde ich wohl nie wieder gut schlafen. Ja, ich weiß genau, was Sie meinen. Nein, Sir, das glaube ich nicht. Wie geht es Eddie? Master Eddie ist im Bett. Er hat es bequem und kann keinen weiteren Schaden anrichten. Ich würde gerne mit ihm reden, damit wir verstehen, warum er das getan hat. Lady Margaret ist im Augenblick bei ihm. Ich fürchte, er ist nicht in der Verfassung, Antworten zu geben. Ich hoffe, Sie finden etwas Schlaf. Danke, Sir, hoffe ich auch. Ach, Rory, der Gärtner, wollte Sie übrigens sprechen. Er ist in der Bibliothek. Danke für die Information.
Hallo, Rory. Was machen Sie denn so spät noch in der Bibliothek? Weiß nicht genau. Bin aufgewacht. Irgendwas. Ein Gefühl zog mich hierher. Verstehe. Ich weiß, ich war vorhin keine große Hilfe. Mir fällt's schwer, Leuten zu vertrauen. Ach, so wie ich diese Familie erlebt habe, kann ich Ihnen das nicht verübeln. Edwards Tagebuch erwähnt ein altes, verlassenes Dorf hier in der Nähe. Das kenne ich, war aber schon seit Jahren nicht mehr da. Ein ziemlich gruseliger Ort ist das. Was ist dort passiert? Wieso ist es verlassen? Die Leute dort wurden getötet. Alle. Über Nacht dahingerafft. Niemand geht mehr dorthin. Außer Edward damals. All. Wodurch wurde das Dorf zerstört? Waren es die Druiden? Die Druiden und der Schwarze Spiegel? Ei, ei, so war's. Sie bekamen, was sie wollten. Sie vertrieben die Römer. Ei, das taten sie. Aber zu einem Preis. Einem hohen Preis. Können Sie uns zum Dorf bringen? Nein, Junge, kann ich nicht. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Und ohne Karte ist es in den Wäldern nicht sicher für euch. Ich kann euch über den See bringen, wenn ihr den Weg kennt. Wir müssen dieses verlassene Dorf finden. Es ist nicht auf der Karte eingezeichnet. Und ich glaube, Lady Margaret und Angus werden auch weiterhin keine Hilfe sein. Aber dem Tagebuch nach müsste ihre Urgroßmutter wissen, wo es ist. Rose? Rosemary, ich bin's, David. Du musst uns helfen. Das Dorf, wo Edward geboren wurde. Kannst du es uns auf der Karte zeigen? Schaffst du das? Ach, nichts. Als wäre sie in einem Kokon. Eine Sekunde. So, jetzt. Da befindet sich das Dorf. Das müsste reichen, damit Rory uns hilft, das Dorf zu finden. Wir brauchen ein Boot, um den See zu überqueren. Am Ufer ist eins. Selbst wenn wir wüssten, wie wir die Wälder sicher durchwandern können, würde uns das zu viel Zeit kosten. Mit einem Boot würden wir etwas Zeit gewinnen. Thank you.
Wir kennen den Weg zum Dorf jetzt. Gut gemacht, Junge. Geht ihr voraus und macht das Boot bereit. Ich treffe euch am Anleger. Was? Nein, wir finden allein hin. Draußen ist es kalt und dunkel. Ich kenne das Wetter, Mädchen. Ich bin weder ein Kind noch zu alt, um auf einen Hügel zu steigen. Ich habe das Gefühl, ein Nein lassen Sie nicht gelten. Da hast du recht. Und ich weiß besser als ihr, was euch dort erwartet. Selbst wenn wir wüssten, wie wir die Wälder... Mit einem Boot? Es lässt sich nicht bewegen. Überrascht mich nicht. Sieht aus, als wurde es seit Jahren nicht bewegt. Es braucht mehr als uns beide, um es ins Wasser zu bekommen. Andrew ist wirklich zu Fuß weggegangen. Ich hoffe, er ist bald wieder im Warmen und in Sicherheit. Es war dumm von ihm zu gehen. Und es macht uns die Sache nicht leichter, wenn er die Polizei hierher schleppt. Sie hören sich langsam an wie ein echter Gordon. Hier ist der Schlüssel. Margaret wird nicht erfreut sein, wenn wir das Boot mit dem Auto schieben. Umso besser. Können Sie fahren? Sie nicht? In Indien gibt es bessere Fortbewegungsmöglichkeiten. Können wir dann los?
Ein trostloser Ort. Und so still. Still? Also hören Sie nichts? Wie es das Schicksal eines jeden ist, der sich dieser Familie widersetzt. Was denn? Stimmen. Schreie. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich höre etwas. Weit entfernt. Wir müssen weiter. Edward muss hier oben sowas wie ein Versteck gehabt haben. Vielleicht in der Nähe des Ortes der Macht, den er in seinem Tagebuch erwähnte. Wie wissen wir, ob wir richtig sind? Man kann fast spüren, wie einen die Kälte dieses Ortes befällt. Das stimmt, Junge. Das spürt man. Ich war schon seit Jahren nicht mehr hier. Ich kenne mich hier nicht gut aus. Keine Ahnung, wo Edwards Versteck war. Ist alles in Ordnung, Rory? Es sind die verdammten Stimmen, Junge. Ich versuche, sie auszublenden, aber sie sind laut, heftig. Wir suchen weiter. Ich gehe nirgends hin, Jungchen. Wir sollten das Rory zeigen. Wissen Sie, was das ist? Das kenne ich. Es ist ein Symbol, das die alten Druiden für ihre Rituale benutzten. Wir suchen weiter. Ich gehe nirgends hin. Kein Zeichen von menschlichem oder sonst irgendeinem Leben. Die Architektur dieses Ortes, die Tunnel, Hütten, hätten wir doch mehr Zeit, uns gründlich umzusehen. Was könnte das bedeuten?
müssen das irgendwie aufbrechen. Wir müssen das... Hören Sie mich, Rory. Ist alles in Ordnung? Nein, Kindchen. Nicht ich. Das ist nicht wahr. Ich wollte dich schützen. Ich wollte ihr doch nichts tun. Ich wollte... Er war doch noch ein Baby. Ein kleines Baby. Rory! Lassen Sie ihn. Wir müssen weiter. Diese Handschrift, die kenne ich. Das ist von Andrew. Andrew, der Anwalt? Hier hat er gearbeitet. Der Narr! Er will Edward freisetzen, seinen Geist aus dem Spiegel befreien. Glauben Sie, es ist auch möglich, Ihren Vater zu befreien? Vielleicht. Der Unterschied ist, was immer von Edward übrig ist, was ich gesehen habe, es ist nicht mehr von dieser Welt. Andrew erwähnt immer wieder einen Ort in der Nähe. Das muss Edwards Ort der Macht sein. Edward wurde während einer Art Ritual geboren. Sie glaubten, so bekäme er eine besondere Verbindung zum Schwarzen Spiegel. Und Andrew glaubt, diese Eigenschaft von seinem Vater geerbt zu haben? Scheint so. Das zeigt, dass er nicht weiß, wozu der Spiegel fähig ist. Oder dass es ihm egal ist. Es muss unter dem Haus einen Eingang geben, der zum Schwarzen Spiegel führt. Das ist, was Andrew finden will. Hören Sie zu. Edward mag seine Fehler gehabt haben, aber er war nicht schwach wie meine Mutter, die in ihrer Schwäche den Ausweg eines Feiglings gewählt hat. Cecilias Baby starb nicht mit ihr. Es ist Andrew. Er hat mich von Anfang an getäuscht. Hier wurde die Erde bewegt. Die fehlenden Seiten aus der Chronik. Vielleicht beschreiben Sie die Rituale, die Andrew durchführen will. Sie sind verkohlt, aber vielleicht können wir...
Besser bekomme ich es nicht hin. Ich erkenne nicht viel. Das Blut von Dreien, die Seele des Einen. Was soll... Himmel, was ist das? Was geschieht hier? David! Ein Traum in einem Traum. Bleiben Sie bei mir. Gemeinsam tun können. Nein! Er darf nicht wiederkehren! Komm zurück! Komm zurück! Noch eine Seite aus der Chronik. Ein Schutzritual. Andrew scheint versucht zu haben, meinen Vater an einer Art Schutzritual zu hindern. Konnte Ihr Vater es vollenden? Weiß ich noch nicht. Können Sie sie sehen? Sehen Sie meinen Vater? Kaum, nur im Augenwinkel. Gehen Sie voran, ich folge nach. Rory? Rory! Zwecklos. Nein! Nicht der Junge! Ja! Die kenne ich aus Indien. Gehörte sie Ihnen? Ja, als ich noch ein Junge war. Ich kann kaum glauben, dass er sie aufbewahrt hat. Hier ist eine Abkürzung. Gehen Sie vor. Durch Blut, durch Stein schütze ich, was mein. Was es auch kostet, ich nehme es hin. Schluss damit! Sofort! Leb wohl, mein Sohn! Was ist hier gerade passiert? Ich hörte Stimmen. Aber Sie sehen eindeutig mehr als ich. Mein Vater kam her, um sich, unsere Familie, von dem Fluch zu befreien. Aber er entdeckte, dass Andrew viel Schlimmeres vorhatte und versuchte, ihn aufzuhalten. Der schwarze Spiegel? Andrew wollte mit Hilfe seiner Macht Edward, oder was aus Edward geworden ist, in diese Existenzebene zurückholen. In diese Welt. Der Narr.
alles hier hätte ihm doch zeigen müssen, dass der Spiegel unkontrollierbar ist. Unberechenbar. Und hat Ihr Vater dieses Schutzritual vollendet? Glauben Sie, es hat funktioniert? Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, das hat es. Wie könnte er uns sonst noch immer helfen? Ich fühle, dass er mich erreichen will, aber ganz gelingt es ihm nicht. Ist es möglich, ihn von dort, wo er jetzt ist, zu befreien? Das hoffe ich sehr. Wir müssen Rory holen und zurück zum Schloss, bevor Andrew den Eingang findet. Wenn es nicht schon zu spät ist. Und wir müssen die anderen warnen. Zu schwach für einen Gorgon. Genau wie Ihr Vater. Ein Mörder. Erbärmlicher alter Mann. Du konntest noch nie tun, was getan werden muss. Rory! Rory! Sind Sie verletzt? Lassen Sie mich mal sehen. Keine Sorge, Mädchen. Mir geht es gut. Was hat Angus gemeint? Dass Sie ein Mörder sind? Er hat nicht nur von sich gesprochen, oder? Nur das Gefasel eines Sterbenden. Schluss mit den Ausreden. Sie wollen unser Vertrauen? Dann seien Sie ehrlich. Ei. Schon gut. Es war vor langer Zeit. Ich war nicht der, der ich heute bin. Ich war jähzornig und ich trank. In dieser Nacht wurde ich wütend und Gott vergib mir. Ich tötete meine Frau und mein Kind. Und die Gorgons, Sie haben es vertuscht. Genau so war es. Andrew, ich glaube, er ist Edwards Sohn. Was? Unmöglich, nein. Kann nicht sein. Er ist... Was ist er, Rory? Cecilias Kind. Ich ließ sie ihn weggeben. Ich wusste, wir hätten ihn besser umgebracht. Sie gaben Cecilias Baby weg? Was war mit Ihrem Mann? Oh, Edward hatte sich längst um ihn gekümmert. Darum arbeiten Sie all diese Jahre hier. Wegen dieser Schuld. Ich bin ein eigennütziger Mann. Hab mich hier versteckt aus Angst. Die Gordons zeigen mich an. Und Edward? Wussten Sie es? Ich wusste es. Ich wusste, was er tat. Aber ich war zu feige, um etwas zu unternehmen. Die Stimmen, die Sie vorhin hörten, war das Ihre Frau? Sie und Cecilia, ei. Wir müssen zurück. Könnt ihr mir aufhelfen? Bringt mich zurück ins Gewächshaus. Ich muss euch etwas zeigen. Können wir Ihnen helfen? Deinen Worten nach wirkte dein Vater einen Schutzzauber. Und zwar für dich, Junge. Wieso? Um dir zu helfen, dich zu erreichen. Aus dem Jenseits. Du bist besonders. Du hast möglicherweise die Macht eines Hochdruiden. Einer mit einer mächtigen Verbindung zu den Geistern. Was tut er da? Es ist dasselbe Symbol, das mein Vater machte, bevor er sich umbrachte. Psst.
Gib mir deine Hand. Autsch! Sei kein Jammerlappen. Jetzt beträufel das Symbol mit Blut. Vater. So, Junge, die Verbindung zu deinem Vater ist gestärkt. Danke. Du brauchst jede Hilfe, wenn du den Spiegel erreichst. Geh nicht hinab, bevor die Bindung vollendet ist. Du hast mit deinem Vater noch etwas zu klären. Ich weiß nur nicht, was es ist. Ich habe über den Spiegel nachgedacht. Was er bewirkt, Rory. Ich glaube, er war verantwortlich für das, was du deiner Familie angetan hast. Danke für diese Worte. Aber das ändert nichts daran, dass ich es getan habe. Lindert nicht den Schmerz. Lindert nicht die Schuld. Du weißt noch nicht alles über die Vergangenheit deines Vaters. Aber das musst du selbst herausfinden. Trage keine Zweifel im Herzen, wenn du dem Spiegel gegenübertrittst. Sonst wirst du dich selbst in ihm verlieren. Das war's dann wohl für mich. Unsinn. Wir holen Hilfe. Ich kann... Nein, Mädchen. Schon bald bin ich bei Frau und Kind. Haha, sie sagte mir immer, als Gärtner hätte ich verdammt schlechten Bartwuchs. Wie recht sie hatte, mein Herz. Blut. Wir müssen aufpassen. Es ist nicht Ihr Blut. Hier. Ich helfe Ihnen. Geht schon, danke. Andrew, wo ist er? Er hat Eddie geholt. Ich wollte ihn aufhalten, aber er schlug mich. Mich! Er war völlig von Sinnen. Ich begreife nicht, was hier vor sich geht. Erst Eddie und jetzt Andrew. Öffnen Sie die Augen! Erkennen Sie, was Ihr Ehemann wirklich war! Er war ein Bote des Bösen, etwas Böses, das jedes Leben um ihn herum infiziert hat. Du wagst es, so von meinem Edward zu sprechen und von der Familie, die er sein Leben lang beschützt hat. Er war ein einzigartiger Mann. Das war er aber nicht so, wie Sie glauben. Ich will kein Wort mehr von dir über meinen Mann hören. Er war... Dafür haben wir keine Zeit! Schauen Sie in seinen Schreibtisch im alten Flügel, wenn Sie uns nicht glauben. Sie könnte mehr wissen. Wir müssen nochmal mit ihr reden, ohne sie anzugreifen. Sie haben ja recht. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Andrew scheint unter dem Einfluss des Spiegels den Verstand zu verlieren. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er Edwards verdorbene Seele in diese Welt zurückholt. Ich kann wirklich kaum fassen, was an diesem seltsamen Ort geschieht. Da hinten ist etwas. Sieht wie eine Tür aus. Eine Tür? Wohin? Das müssen wir herausfinden.
Andrew will eindeutig, dass wir ihm folgen. Hauptsächlich, dass Sie ihm folgen, vermute ich.